ist auch schön, mal kurz Gast zu sein. Ja. Professor Tatar hat über die Dynamik theologischer Diskurse im Allgemeinen gesprochen. Und Herr Aslan hat sozusagen die rechtsmethodologische Tiefenstruktur aufgearbeitet, also die Tektonik dieser ganzen Diskussionsstränge. Und zwar einerseits in Bezug auf die Dynamik, aber auch in Bezug auf die Statik, sozusagen die stabilisierenden Elemente, also die KVPs, die nicht zuletzt Regeln, die auch das Rechtswesen stabilisieren, aber gleichzeitig den Raum geben für dynamische Entwicklung. Und ich werde jetzt etwas diesen Diskurs von beiden aufgreifen, aber etwas mehr auf die auch externen Faktoren, also nicht die rechtsimmanenten, sondern auch externe Faktoren besprechen, die im Zusammenhang mit den ganzen normativen Diskussionen stehen. Und wir gehen ja in der Bioethik, also wenn wir eine muslimische Bioethik herausarbeiten wollen, gehen wir meistens von der Fatwa-Literatur aus, also von kasuistischen Einzelfällen. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Arbeit von Birgit Grabitz, einer Berliner Islamwissenschaftlerin, die anhand von tausenden Fatwas das Konzept als zentrales Konzept der islamischen Bioethik-Diskussion analysiert hat. Und wenn wir über Fatwa sprechen, sprechen wir auch über Muftis, also über die Person, die sozusagen eine Fatwa geben darf. Und ganz salopp formuliert, weil es sozusagen ein kompetenter oder qualifizierter Vermittler zwischen dem Text und den Realitäten, über die Gassan gesprochen hat. Und er vermittelt sozusagen zwischen dem Text oder zwischen den Äußerungen einer Offenbarung, die jetzt nach islamischem Glauben überzeitlich ist, und zwischen einer sich in der Zeit entwickelten und verändernden Vielfalt von Realitäten. Und aus dem entsteht dieser ganze dynamische Diskurs, und der Mufti sozusagen, oder der Rechtsgelehrte, wie wir das nennen, ist sozusagen der Vermittler, ist das Bindeglied in diesem Prozess. Und wichtig ist natürlich immer zu bedenken, und das ist eigentlich die Kernthese dieses Vortrags, dass natürlich auch der Mufti in der Zeit steht. Und wenn wir uns analytisch auf dieses Element einlassen, dann verstehen wir viel von der Entwicklung der Diskussion der muslimischen Bioethik oder der Bioethik im Allgemeinen. Es geht um die Prozesshaftigkeit dieser normativen Diskussion. Und letzten Endes ist natürlich eine Fußnote zu der letzten Regel, die Herr Aslan hier zitiert hat, nämlich La yunkaru tagayyur al-ahkam wa tagayyur al-isman, also die Veränderung der Rechtsnormen durch die Veränderung der Zeiten. Und noch eine Bemerkung am Rande: Wir wissen, also als Wissenschaftler neigen wir immer dazu, dass man alles historisiert, aber sich selbst sozusagen in einen überzeitlichen Kontext zieht. Und wir dürfen nicht vergessen, egal ob wir als Bioethiker oder als Theologen sprechen, dass wir auch Kinder unserer Zeit sind und dass wir auch in einem Prozess stehen. Und das scheint mir wichtig zu sein. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie so auf eine Vogelperspektive zu gehen und zu sprechen, wie relativ sozusagen die ganzen Bioethik-Fatwas sind, sondern ich versuche Elemente herauszuarbeiten, der wir dieses dynamische Element erkennen können, aber auch mir bewusst zu sein, dass auch wir in einem dynamischen Prozess stehen und vielleicht wir auch mal jemanden analysiert werden. Und nicht zuletzt werden meine Ausführungen eine Illustration sein zu dem, was seit gestern nämlich hier besprochen und seit vorgestern hier besprochen wird. Und auch hoffentlich eine kleine Entschädigung für all die theoretischen Grundlagendiskurse, die Sie über sich gehen haben lassen müssen, in dem es eigentlich sehr wenig konkrete Fälle gegeben hat, sehr wenig konkrete Aussagen. Und ich beginne jetzt einmal mit einem konkreten Text. Es geht um einen Hadith, in dem es heißt, und der ist sehr berühmt, Rakesar al-Mayti Kesri Hayyan. Das ist ein Hadith, der in der kanonischen Hadith-Sammlung von Abu Dawud überliefert wird, der sozusagen zunächst einmal als
Aussage des Propheten und damit als ein Teil der Offenbarung gilt. Man ist damit schon Glauben. Ich möchte jetzt keine hadithwissenschaftliche Diskussion eingehen, wie stark das sein wird, das interessiert uns nicht weiter. Aber zunächst einmal, es ist eine Aussage, in der es einen Anspruch gibt, dass es sozusagen ein Teil der Offenbarung ist. Sie sehen, ich habe eine Überschrift gemacht, Verbot des Übergriffs auf Verstorbene. Das Brechen des Knochen eines Toten ist so wie das Brechen des Knochen eines Lebendigen. Diese Überlieferung hat einen sehr großen Aktualitätswert in der muslimischen Diskussion. Und auch gestern Abend hat mich hier eine Medizinerin gefragt, wie können wir denn Organtransplantationen rechtfertigen, wo es doch heißt, dass es gleichbedeutend ist, also dass das Knochen, das Brechen des Knochen des Toten so wie es und so weiter ist. Das heißt, dass der Tote den gleichen Schmerz empfindet. Und das ist sehr interessant. Wir haben einen Text, in dem es noch nicht um Schmerz geht. Sondern hier steht so wie. Es ist ein Vergleich. Und man sagt, ein Vergleich ist immer ein Vergleich auf einer bestimmten Ebene und kein vollkommener Vergleich. In der arabischen Literatur wird dann immer so das Beispiel genannt, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, dein Gesicht ist so wie der Vollmond. Meint er damit so rund, meint er so kalt, meint er so gerade, so, wie sagt man, Krater? So. All das meint er nicht, sondern er meint nur einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich die Schönheit. Oder was auch immer. Ja. Also er meint einen Aspekt, aber er meint nicht alle Aspekte. So. Jetzt ist die Frage hier, es ist ein Vergleich da zwischen zwei Dingen. In welchem Bereich ist dieser Vergleich? Er könnte zunächst einmal so sein, dass man sagt, in Bezug auf die Schmerzen, das heißt, der Tote empfindet das genauso, wie es ein Lebendiger empfinden würde. Und wenn wir das sagen, und wenn wir das so interpretieren, aber wir müssen wissen, es ist eine Interpretation, dann würden wir eigentlich also posthume Organspenden unmöglich machen. Wir könnten sagen, es ist in Bezug auf die religiöse Bewertung, das heißt auf die Sünde. Es ist klar, natürlich in jeder Religion gilt der Übergriff auf einen Menschen, gewaltigen Übergriff als Sünde. So, gilt jetzt der Übergriff auf den Toten als genauso sündhaft wie auf den Lebendigen? In dem Fall würde sich ein muslimischer Arzt sehr schwer tun, eine Organexplantation, eine posthume Organexplantation so durchzuführen. Oder aber ist in dem eine ganz allgemeine Aussage über die Würde des toten Körpers? Das heißt, die prinzipielle Schutzwürdigkeit. Und zunächst einmal gibt dieser Text alle drei Möglichkeiten her. In einer anderen Überlieferung, bei Ibn Majah heißt es, in Hinsicht auf die Sündhaftigkeit. Jetzt wird es noch problematischer, richtig? Und jetzt kommt der Punkt, den ich eigentlich, auf den ich eigentlich hinaus wollte, nämlich die Kontextualisierung. Die Kontextualisierung finden wir bei Imam Suyuti wesentlich später. Der folgende Überlieferung ist sehr lange, aber ich lasse ihn kurz mal lesen. Ist das nächste Absatz? Der wichtige Textabschnitt hier ist, es geht hier um einen Totengräber. Also wir haben jetzt sozusagen den Kontext der Geschichte, den Kontext der Aussage. Ein Totengräber, der in einem geöffneten Grab einen großen Knochen des Menschen findet. Und er geht jetzt und zerbricht diesen Knochen. Und hier ist jetzt der springende Punkt. Gibt es eine Notwendigkeit, diesen Knochen zu zerbrechen? Nein. Und so wird dieser Hadith interpretiert als eine autoritative Aussage, dass prinzipiell auch der tote Körper zu schützen ist und dass die sinnlose
der sinnlose Übergriff auf einen Leichnam eine Sünde ist. Genau, also das heißt, wir haben hier Umstände, die bedeutsam sind, Zusammenhang, Respekt, mit dem Knochen und der sinnlose Übergriff auf den Leichnam. Und die Lehre ist einerseits die Hürde des Körpers, das heißt, dass der Körper tot und lebendig prinzipiell schützenswert ist und dass Körperteile, die vom Körper gelöst sind, prinzipiell zu begraben sind. Dann haben wir, es geht jetzt eigentlich nicht um die Kontextualisierung von Primärtexten, von Hadithen, sondern es geht eigentlich um Fatwas. Ja, und damit beginnen wir. Es gibt bei Abraham, also eine israelische Islamwissenschaftlerin, Rizpah Haim, hat eine Pionierin auf dem Gebiet der islamischen Bioethikforschung im Westen. Und die, das in einem sehr frühen Text hat sie geschrieben, dass von Abu Hanifa die Diskussion überliefert wird, ob es erlaubt ist, ob eine Zahntransplantation erlaubt ist. Und zwar folgte man zwei Rechtsfälle. Das eine war, ist es erlaubt, wenn mir selbst ein Zahn rausfällt, diesen wieder zurückzubringen, also zurückzutransplantieren? Und die zweite Frage war, ist es erlaubt, wenn ich einen Zahn brauche, von einem Toten den Zahn zu nehmen und diesen Zahn einzusetzen? Und Abu Hanifa war der Meinung, beides ist verboten, weil eben getrennte Körperteile begraben werden müssen. Und seine beiden Schüler, Musa und Imam Mohammed, die großen Schüler von ihm, waren der Meinung, es wäre der erste Fall erlaubt, weil er nur ein natürlicher Zustand wiederhergestellt wird. Aber der zweite Fall, nämlich vor einem Toten etwas zu nehmen, ist haram, weil es einfach die Würde dieses Toten verletzt. Und das nennt man den sogenannten Präzedenzfall. Und von dem ausgehend könnte man leicht sagen, okay, wenn es die großen Autoritäten der hanafitischen Rechtsschule schon eindeutig verboten haben, von einem Toten ein Organ zu nehmen, dann gibt es für jemanden, der sozusagen an die Gültigkeit des Fatwas glaubt, keinen Weg mehr, irgendeine Post-Organtransplantation zuzulassen. Das Interessante ist aber, wenn man überlegt, okay, wie groß ist die Notwendigkeit einer Zahntransplantation? Sie ist im Wesentlichen kosmetisch. Das heißt, es gibt keine Überlebenswahrscheinlichkeit, die sich vergrößert, dass ich mir einen Zahn transplantieren lasse. Das heißt, auch hier ist wieder die Fatwa relativiert worden durch das Umfeld der Notwendigkeit. Eine andere Fatwa ist sehr bedeutend in der Bioethik-Diskussion, und zwar, das ist auch schon angesprochen worden, die bringt mir die Öffnung des Körpers einer Schwangeren, also des Bauches einer Schwangeren. Und zwar sind da zwei Fälle sehr ausführlich diskutiert worden in der klassischen Rechtsliteratur, und zwar einerseits, die Frau ist tot und das Kind lebt. Darf man jetzt sozusagen einen Kaiserschnitt durchführen, um das Kind zu retten? Und diese Frage ist diskutiert worden. Das war nicht selbstverständlich. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Rechtshaltungen. Es gibt eine, die sagt ja, weil einfach ein Leben gerettet wird. Es gibt eine andere, die sagt nein, weil einfach der Körper der Frau mit Sicherheit zu schützen ist, aber das Leben des Kindes nicht mit Sicherheit gerettet werden kann. Wir sprechen zur Fatwa, die 1000 Jahre alt sind. Ja? Also da geht es ja um eine Medizin, die noch sehr, also in der man noch nicht mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dass das Kind wirklich zu retten ist. Es gibt eine andere Fatwa bei Ibn Qudamah, der sagt, man soll das Kind sozusagen manuell, also von Hebammen gebracht werden, die das Kind manuell irgendwie aus dem Geburtskanal holen, aber keine Öffnung des Körpers durchführen. Das zeigt, wie bedeutend sozusagen das Konzept der Würde des toten Körpers ist. Der andere Fall ist das Schmuck, das ist ein sehr, sehr kurioser Fall, aber er ist in der Rechtsliteratur sehr ausführlich auch diskutiert worden. Was passiert, wenn ich nehme von meinem Nachbarn einen Brillanten, einen Diamanten und schlucke ihn und sterbe? Oder ich nehme meinen eigenen Diamanten am Sterbebett
und ich möchte dir meinen Erben nicht geben und schlucke ihn und sterbe. Ist es, das ganz ernst diskutiert wird, ist es erlaubt, diesen Diamanten zu retten, durch eine Operation und durch diese Verletzung des menschlichen Körpers? Und da gibt es auch, dazu gibt es Pro- und Kontra-Meinungen. Der Unterschied zum ersten Fall ist interessanterweise der, dass es um ein Recht des anderen geht, nämlich habe ich den Diamanten gestohlen und geschluckt, und ob dieses Recht wiederhergestellt werden darf. Und wenn ich sozusagen selber vor meinem Tod schlucke, dann ist die Frage, ist es jetzt ein Recht der Erben oder kein Recht der Erben? Aber es geht um Rechte anderer Personen. Auch hier wieder ist eine Rechtsgüterabwägung, und die hat man natürlich wieder der ganzen Debatte über Organtransplantation zugeordnet. Das heißt, dass es zwar die Würde des Körpers gibt, aber dass sie aufgrund bestimmter anderer Fälle, bestimmter anderer Interessen verletzt werden kann oder abgewogen werden kann, wie das Kassel deutlich gemacht hat. Das Gegenargument wäre natürlich, und das ist auch sehr interessant, das Gegenargument, warum man es nicht in der Organtransplantation einsetzen kann, vor allem diese Diamantengeschichte, ist die, und es ist sehr wichtig auch, dass das fremde Organ niemals ein Recht wird. Und das ist etwas, was in der europäischen Bioethik-Diskussion durchaus eine Rolle spielt, dass man sagt, es ist problematisch, dass durch die Möglichkeit der Organtransplantation, ist gesagt worden, es entstehen Netze von Verbindlichkeiten, sozusagen als hätte jeder Mensch einen Anspruch auf die Organe anderer, oder als würde ein Mensch sozusagen, der nicht Spender sein will, jetzt irgendwie moralisch schlechter sein als der Spender ist. Und das ist durchaus eine problematische Diskussion. Gut, wir haben 1969 eine Fatwa von Mohammed Mutawalla al-Sharawi, einem ägyptischen Gelehrten, der sagt, Organtransplantationen sind verboten. Punkt. So. Es ist interessant in der Fatwa, dass Mohammed Mutawalla al-Sharawi ein sehr, sehr einflussreicher Gelehrter war, der in der arabischen Welt weit über Ägypten hinaus große Bedeutung gehabt hat. Und diese Fatwa wird auch heute noch in manchen Kreisen sozusagen zitiert, um zu zeigen, also braucht man nicht reden drüber, wenn das sozusagen so eine große Autorität wie Sharawi sagt, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu diskutieren. Hier stehen zwei Wörter hier, Kompetenz. Ich habe mit einem Gelehrten in Saudi-Arabien darüber gesprochen, der hat mir gesagt, Sharawi war ein hervorragender Tafsir-Gelehrter. Aber er war kein Fakir, also er war kein Fakir-Gelehrter. Das heißt, er hat einfach die Kompetenz dieses Mannes in Bezug auf diese Fragestellung angezweifelt. Und das bedeutet. Und das Zweite ist, 1969 sind wir in einer Zeit, in der 1967 war die erste Herztransplantation und der Patient hat 18 Tage gelebt. Warum? Weil man einfach keine wirklich guten Immunsuppressiva gehabt hat, und eine Organtransplantation war zu dieser Zeit ein medizinisches Experiment mit höchst unsicherem Ausgang. Okay? Und so können wir auch diese Fatwa von Imam Sharawi verstehen, dass er einfach in dem Kontext der medizinischen Möglichkeiten damals dieses Verbot ausgesprochen hat. Ich gehe jetzt von mehreren Kriterien aus, die sozusagen, wenn wir eine Kontextualisierung von bioethischen Fatwas vornehmen wollen, können wir diese Kriterien berücksichtigen. Einerseits, Muftis sind ein Kind ihrer Zeit, und es gibt Diskurse, vor allem in der Bioethik, die sehr, sehr emotional geführt werden. Es gibt so ein gesellschaftliches Grundklima, in dem sich bestimmte Dinge abspielen. Das erste steht König Hussein Spende. Das ist ein kurioser Fall am Rande. Der König Hussein von Jordanien ist gestorben, das sind 20 Jahre circa. Und ein Tag nach seinem Tod ist großartig verlautbart worden, der König vermacht alle, also testamentarisch, alle seine Organe seinem Volk. Und wie gesagt, das ist 20 Jahre her, diese Sache. Ich habe das meinem Professor damals erzählt, Professor Prinz, der in Ruhe sitzt. Und er hat gesagt, na, die werden Freude gehabt haben. Sie werden sich gefreut haben. Warum? Weil König Hussein schwer krebskrank war und x Chemotherapie hinter sich gehabt haben und die Organe also relativ sinnlos gewesen wären. Aber es zeigt einfach eine Grundstimmung. Es zeigt eine Grundstimmung, die damit zusammenhängt.
ist die allgemeine gesellschaftliche Grundstimmung in Bezug auf diese Idee, dass Medizin retten ist. Vor 20 Jahren hat man hier in Europa wesentlich mehr Hoffnung in die Medizin gesetzt, als man das heute tut. Auch das spielt eine Rolle in den Faktoren, die es gibt. Dann, Herr Fischer hat heute gesagt, Abtreiben ist im Islamischen oft ein Kampfbegriff. Das halte ich für eine problematische These, weil ich bin fasziniert, gerade in der Rechtsliteratur, wie nüchtern eigentlich das Thema, in der Rechtsliteratur, wie nüchtern das Thema besprochen wird. Aber in der gesellschaftlichen Diskussion ist es tatsächlich ein Kampfbegriff. Und steht hier oben in Bangladesch, es gibt einen Fall, und zwar in Bangladesch hat es ein Entwicklungshilfeprojekt gegeben, und das UN stimmt hier nicht, wenn ich darauf komme, es war die Weltbank, es war ein von der Weltbank gefördertes Entwicklungshilfeprojekt, in dem Lebensmittelspenden angeboten worden sind, um das Gegenleistung, ist die Sterilisierung von Frauen verlangt worden. Das hat man gesagt, wenn man sich, also es war einfach eine Bevölkerung, also dieser Spirit von, wir müssen die Bevölkerungszahlen drosseln und dann ist für Bangladesch sind sogenannte Netto-Reproduktionsraten errechnet worden, also sozusagen wie sich die Bevölkerung in Zukunft idealerweise fortpflanzen soll. Und dann hat man eben sozusagen als Ansporn für Sterilisierung von Frauen hat man Lebensmittelspenden angeboten. Ebenfalls, und in so einem Kontext ist es natürlich verständlich, dass Begriffe wie Abtreibung, wie Familienplanung und so weiter zu Kampfbegriffen werden. Die Bevölkerungskonferenz, die Urbevölkerungskonferenz in Rom, wo es geheißen hat, die katholische Kirche hat sich mit der islamischen Gelehrsamkeit jetzt gemeinsam verbündet gegen Abtreibung. Auch das ist wieder so zu verstehen. Es sind einfach diese gesellschaftspolitischen Kontexte, die. Genau. Dann, wir sprechen zum Teil von emotional sehr stark besetzten Themen, zum Beispiel Gebärmuttertransplantation. 2014 ist das erste Kind auf der Welt geboren worden nach einer Transplantation einer Gebärmutter. Das heißt, es gibt eine Frau, die Mutter werden will, die hat ein Problem mit ihrer Gebärmutter. Das war eine 60-jährige Spenderin, die hat ihre Gebärmutter gegeben und aus dem ist ein Kind geboren worden. Und es hat damals geheißen, es gibt jetzt noch einige, also es wird zu einer Standardtechnik. Ja. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, im islamischen Denken, ja, Rahma, Rahim, Rahim ist das Wort für Barmherzigkeit, ist das Wort für Gebärmutter. Also wenn man sich das Konzept vorstellt, das emotionale Konzept davon, wird es klar, dass man solche Diskurse nicht mehr führen kann. Dann zum Beispiel die Klondebatte. Im Jahr 2002 hat die sogenannte Raelianer-Sekte verlautbart, wir sind jetzt so weit, dass wir den ersten Menschen klonen. Einen Tag nach dem Verlautbaren hat es ein Komitee gegeben, wo man über Klonen diskutiert hat. Ja. Dann, was sehr wichtig ist in der Bioethik-Debatte und in der Fatwas von Bioethik, ist der Informationsstand des Muftis. Sie müssen sich vorstellen, ein Mufti ist ein Mensch, der hochgradig beschäftigt ist und der normalerweise weder Medizin noch irgendwas studiert hat und der natürlich sein Wissen von irgendwoher beziehen muss und Wissen ist immer begrenzt. In Bezug zum Beispiel auf therapeutisches Klonen. Al-Qaradawi gibt eine Fatwa und sagt, ich weiß nicht genau, was man unter therapeutischem Klonen versteht. Wenn damit gemeint ist, dass man bestimmte Zellen sich fortpflanzen lässt, dann ist es erlaubt. Aber wenn damit das und das gemeint ist, ist es nicht erlaubt. Ja, das ist eine sehr kluge Haltung zu dem Thema. Die Transplantation von Keimdrüsen. Die Transplantation von Keimdrüsen, es gibt die Frage in der Organtransplantation, eben die Transplantation von Gebärmutter erwähnt, aber es gibt auch die Frage zum Beispiel, wäre es erlaubt, dass zeugungsunfähige Männer sich die Keimdrüsen von anderen Männern implantieren lassen oder beziehungsweise auch Eierstöcke von Frauen, also wo genetisch wichtige Keimdrüsen eben transplantiert werden. Und hier ist sehr interessant, dass Suleyman al-Ashqar hat eine Fatwa gemacht, in der gesagt hat, es ist prinzipiell erlaubt für einen Mann, eben die Keimdrüsen eines anderen Mannes zu bekommen, aber er muss eine gewisse Zeit lang warten, bis man sicher ist, dass sozusagen die Samenflüssigkeit des anderen Mannes sozusagen entleert ist quasi und der Körper dann beginnt, die eigene Samenflüssigkeit zu produzieren. Und einige Jahre später hat er eine neue Fatwa gemacht und hat gesagt, es wurde mir jetzt erklärt, dass in Wirklichkeit die männliche Keimdrüse nicht,
nicht sozusagen immer neue Substanzen, neue Samenzellen produziert, sondern nur etwas ausreifen lässt, was von Grund auf da ist, dann ist es nicht erlaubt. Gut. Ökonomische Rahmenbedingungen. Ökonomische Rahmenbedingungen spielen eine sehr große Rolle, weil wir dürfen nicht vergessen, das spielt auch hier in Europa eine große Rolle, dass Medizin natürlich auch ein Geschäft ist. Und wenn man sich zum Beispiel denkt an In-vitro-Fertilisation, Fruchtbarkeits-, also medizinisch assistierte Fortpflanzung, in der arabischen Welt ist natürlich ein großes Thema und es gibt auch sehr finanziell sehr potente Menschen. Und in dem Kampf ist viel Geld zu verdienen. So, der Mufti muss jetzt beraten werden. Und es ist nachweisbar, dass in vielen Fällen der Mufti beratet wird von Gynäkologen, welche ihrerseits wiederum ein Interesse daran haben, dass das erlaubt wird, weil da noch viel Geld dahinter steht. Das Leben muss abkürzen. Ganz kurz die politischen Rahmenbedingungen. Muftis stehen natürlich auch in einem politischen System, in dem sie auch nicht frei sind, so wie wir auch im politischen System stehen. Das müssen wir auch immer sehen. Also wir sind, es gibt Bedingtheiten in Diskursen. Und ich habe zum Beispiel ein Interview geführt mit dem damaligen Großmufti von Tunesien über Abtreibung. Ich habe ihn gefragt, wer die Abtreibung in der malikitischen Rechtsschule, die führende Rechtsschule in Tunesien ist, ist es sehr streng. Also die Malikiten haben es sehr, sehr, also relativ unter den vier Rechtsschulen, das strengste rigideste System in Bezug auf Verbot oder Abtreibung. Und er sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht, ist nicht so, ist alles erlaubt und 3 Monate kein Problem. Und sagt, ja, aber Malikiten, bei den Malikitischen, nein, das ist nicht so. Ja. Und dazu muss man wissen, dass dieser Mufti damals im gleichen Gebäude mit dem Premierminister sitzt. Es wäre so, wenn heute ein Mufti im Bundeskanzleramt sitzen würde. Ja. Dass der natürlich, und das Gleiche, wie schon erwähnt worden ist, mit dieser völlig liberalen tunesischen Gesetzgebung, der einfach alles erlaubt ist, was in den ersten 3 Monaten das Abtreibung betrifft. Und noch eine lustige Sache, hier im Tod. Das ist eine Berufskrankheit im Tempel. Das ist eine Berufskrankheit in dem Feld, dass man manchmal so zynisch wird. In Saudi-Arabien hat man sehr, sehr früh sich sehr zustimmend zum Hirntodkriterium geäußert. Das heißt, dass man den Hirntod mit dem völligen Tod des Menschen gleichsetzt. Und einer der Gründe kann gewesen sein, oder ja, einer der Faktoren, den man da berücksichtigen muss, in Saudi-Arabien ist, das hat Grundmann und Thomas Eich haben das herausgearbeitet, dass in Saudi-Arabien erst vor einigen Jahren die Gurtpflicht eingeführt worden ist. Das heißt, vorher gab es keine Gurtpflicht. Es gab viele junge Männer mit sehr starken amerikanischen Autos, mit sehr viel Zeit und keine Gurtpflicht. Aus dem resultiert sehr viele schädliche Hirnverletzungen von gesunden jungen Männern. Das heißt, ideale Organspender. Und auf der anderen Seite, aus bestimmten epidemiologischen Gründen, eine sehr, sehr große Anzahl an Nierenerkrankungen. Das heißt, sehr viele Menschen, die sozusagen bedürftig waren nach Nierenspenden. Und daraus, also das kann ein Hintergrund sein, warum sich Saudi-Arabien so schnell in dieser Hirntoddebatte positiv geäußert hat. Und ich muss aufhören.